Die Mannschaft des FC Bayern, sie ist zurück in der bayerischen Landeshauptstadt. Nach der schmerzhaften 1:5 Niederlage bei Eintracht Frankfurt landete die Maschine des deutschen Rekordmeisters um 20.14 Uhr hier am Münchner Flughafen. Dann ging es direkt in den Mannschaftsbus und dort hatten Brazzo Hasan Salihamidzic und Niko Kovac Redebedarf. Wie kommen wir raus aus dieser Krise? Gelingt uns das genauso wie in der letzten Saison, an deren Ende ja das Double stand? Die Frage, ob Niko Kovac diese Mannschaft noch aus der Krise führen darf, die wird sich in den nächsten Stunden und Tagen entscheiden. Fakt ist, die Bayern haben das eigentlich öffentliche Training am Sonntagvormittag um 10 Uhr abgesagt. Es wird jetzt hinter verschlossenen Toren gearbeitet und sicher weiter diskutiert. Für Niko Kovac wird es also eng. Und Fakt ist auch, wenn die Not am größten war, dann war der FC Bayern immer bereit, alte Gewohnheiten und alte Prinzipien über Bord zu werfen. Vielleicht sehen wir hier bald jemanden, mit dem niemand gerechnet hat.